Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Nee, ATS. La America Truck Simulator. Colorado Springs. Auf geht's. So. Immer geradeaus. Ach, ist eine Ampel. Guck mal, wir müssen gleich mal die Musik anmachen hier. Ich sehe, wie sieht das aus, wenn gerade ich hier schon mal rumstehen. Wir haben noch 69, da können wir also noch lange nicht zurückzahlen. Okay. Company, Fahrermanager. Hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Die pinnen auch alle. Sind sehr interessant. Die sind die einzigen, die den Auflieger drauf haben. Ja, das Einzige, was mir jetzt natürlich noch einfällt, dadurch, dass das jetzt erstmal die letzte Folge ist für ATS, ne, danach kommt ja erstmal wieder ETS und dann wieder mein Test, sollten wir uns wahrscheinlich mal ein bisschen beilen. Let's go. Wenn wir mal ein bisschen rumfahren hier. Weil das Problem ist, dadurch, dass ich jetzt über Steam spiele, kann ich natürlich nicht mehr so einfach Updates zurückhalten, da ja Steam automatisch die Updates installiert. Vor allem, wenn ich auch privat spiele. Was darin resultieren könnte, dass, wenn ich halt eine Weile lang nicht mehr ATS, also hier unser Let's Play Account benutze, was durchaus vorkommen kann,
und wir jetzt dann die Mission gar nicht zu Ende schaffen, weil wir haben auch immer noch 400 Meilen vor uns, dass das natürlich dann bedeuten könnte, dass dann, ja, ich dann kurz vorm Ende aufhören muss und dann bis zum nächsten Mal ein Update draußen ist, womit dann die Mission zurückgesetzt werden würde. Das heißt, ich muss jetzt verstärkt darauf achten, dass ich immer zum Ende einer 16 folgenden Session auch die aktuelle Mission abschließe. So ein schönes Lied, ey. Weil die anderen hier auch schon einen Affenzahn drauf haben, ne? Gut, da vorne ist wieder langsamer. Ah, scheiße. Das ist deprimierend. Ah, oh, da vorne wird doch gerade auch rot. Digga, diese helle Fahrbahn. Wie soll man da drauf die weißen Striche erkennen können? Immer geradeaus. Aber gerade ein Breakcheck hier. Ey. Danke. Digga, wie kann man auf so einer hellen Fahrbahn weiße Striche verwenden? Die erkennst du doch im Leben. Oh, ich dachte. Erkennst du doch im Leben nicht. Und dann wundert sich der Amerikaner mal, dass es viele Unfälle gibt. Hier soll jemand verstehen. Was macht er da vor mir eigentlich gerade? Sag mal. Ich glaube, ich habe ihn gerade ein bisschen out of existence gebummt. Oh ja, ich bin auch ganz froh, nach der Folge jetzt noch Feierabend machen zu können. Langsam werde ich müde. Ist mittlerweile schon wieder nach 2 Uhr morgens. Ups. Warum muss der da vorne jetzt nach...
Ja, wenn wir das so gut durchkommen, dann schaffen wir es noch in der, also Ruhezeit. Tanken wollen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Müssen wir also eigentlich 1:1 gut durchkommen. Das ist schon wieder so schwül und drückend und so. Da war draußen dunkel. Bitte rechts halten. Das ist ein Wetter heute, ey. Ich sag's euch. Mal Lüfter eingemacht. Ich glaube, man. Ja. Man erkennt sogar eine Kamera, wie meine Haut glänzt. Einfach so drückend gerade schon wieder, ey. Holy shit. Ich schwöre euch, Alter, wenn keine Kamera da wäre, ich würde aber sowas von meinem T-Shirt ausziehen.
Könnt ihr mir mal glauben. Aber mit den beiden Ventilatoren ist wenigstens erträglich. Und 65er Zone erhält. Hat ein Träumchen. Immer noch eine der besten Stellen im gesamten Spiel. Dieser riesige Autobahnkreuzverkehr. Wobei es mittlerweile ja mehrere solcher großen verzweigten Bauwerke gibt. Aber das Ding ja, hat allein halt schon 4 Ebenen. Ich glaube, das gibt sogar eine Straßenkreuzung mit 5 Ebenen übereinander. Da hast du so wie hier die Hauptfahrwege, sag ich mal. Du hast aber währenddessen nicht nur die Autobahnkreuzung, also die Freeway Intersection, sondern du hast nebenbei auch noch da drin verschlungen normale Straßen. Da wird quasi der Freeway, so wie hier rechts neben uns, von einer normalen Straße begleitet. Und die verzweigt sich auch noch in dem Geflecht. Und deswegen hast du dann da teilweise insgesamt 5 Ebenen oder sowas. Also richtig insane. Also die Amerikaner, die Autobahnkreuzungen. Digga, das ist schon anders wild. Na, war das mit den anderthalbfach gut geschätzt? Während wir in Europa nur 80 fahren dürfen, fahre ich jetzt gerade 120. Kamha. Also, genau das anderthalbfache. Und jetzt spürst du halt auch, wie sich alles wesentlich schneller bewegt. Aber eben, du kannst es hier auch halt machen, weil die Straßen alle wesentlich weitläufiger sind als in Europa. Aber ich meine, in Europa hast du auch viele Autobahnen, die weitläufig sind, so wo du auch problemlos unter 120 fahren könntest, aber ja, die LKWs, ja, dürfen da trotzdem nicht, sobald du also noch einen Auflieger hast, der selber auch nur für 80 zugelassen ist, also hört da der Spaß eh bei 80 auf, egal was der LKW oder die Autobahn an sich sagen, so. Bitte links halten. Sad life und so, ne? Aber gut, was willst du machen? Wow, hä? Kann sein, dass wir gerade die letzten 120 Meilen weggesuffelt haben wie nix? Wir schaffen ja gerade richtig Meilen. Schaffen wir doch noch in der Folge locker. Lol. Und dabei bin ich gerade mal zweimal kurz zu schnell gefahren. 5 Meilen pro Stunde zu schnell, das war jetzt. Also, hat gar nichts gebracht so. Aber wir kommen hier echt relativ gut durch, also läuft schon. Dann können wir wahrscheinlich den ersten Kredit, den 100.000er, doch schon zurückzahlen, ne? Ja, locker. Geil. Aber bei, wir hören kurz, sind 93.000, was wir denn danach hätten. Ich glaube der Kredit, oder? Nee.
Müsste reichen. Da war doch auch so knapp über 90.000 mit dem Kredit, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich fahre schon wieder so zu schnell. Mal ein bisschen ausrollen hier. Bitte links halten. Der reicht locker noch bis zum Ziel, hallo? Haben wir auch keine Schätzung drin, sag mal? Na egal. Wie gesagt, müsste trotzdem reichen. Lockerst. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ah, international. Geradeaus. Ja, mit dem Punkt. Danke. Zeit zu gehen. Nach Hause zu gehen, ne? Oh, ne, nicht rot. Nein. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ne, wissen wir bloß noch, wenn wir jetzt den Kredit zurückzahlen, haben wir wieder 100.000 verfügbar. Damit könnten wir natürlich die Garage schon aufrüsten. Geht aber gar nicht, solange wir keine weiteren LKW kaufen können. Wir müssen also, nachdem wir den Kredit zurückgezahlt haben, dann nochmal warten, dass wir dann nochmal 150.000 haben. Und dann können wir nochmal Kredit für 100.000 aufnehmen. Und dann mit 250.000 dann die Garage aufrüsten und noch weiteren LKW holen. Muss ich also alles noch ein bisschen ziehen. Aber Hauptsache, wir können erstmal den Kredit zurückzahlen, den 100.000er. Da haben wir auch schon ein bisschen mehr Reserve. Spiel. Luft zum Atmen. Dings. Wenn wir ihn überhaupt zurückzahlen können. Ich hoffe mit den 93k jetzt wirklich, den Kredit zurückzuzahlen. Ach ja, die letzten 40 Meilen ziehen sich schon wieder wie Kaugummi.
Aber das ist wieder ein bisschen frei, Autobahn hier. Na, wobei nicht wirklich. Also Autobahn sowieso nicht. Freeway. Aber auch nicht wirklich, da hinten ist schon wieder Kreuzung. Und schon neigt sich auch die Sonne wieder dem Horizont. Immer geradeaus. Als ob ich hier 75 fahren darf. Was ist los mit euch? Und wir haben sogar ein Level geschafft. Let's go! Gut. Dann soll es aber doch gewesen sein. Also halt. Doch 98k. Wow. Hat wahrscheinlich noch jemand anderes Ware zurückgebracht. Das schaffen wir locker, den Kredit zurückzuzahlen. Oh ja, tatsächlich doch mehr als 93. Wow. Gut, eigentlich kann man doch noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Und schon sind wir wieder arm, wie arme Schlucker. Sad life. Aber gut. So ist das halt. Dann würde ich mal sagen, das war's für diese Session. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu ETS, wo ich auch wieder von vorne anfange. Ich freue mich schon. Wow. Bis dann.